Moin Leute, wir sind heute in Köln auf der Gamescom für euch, der weltgrößten Messe für Gaming und Entertainment. Und wir werden uns heute umhören, welche Jobs es in der Branche gibt, welche Voraussetzungen man dafür erfüllen muss und wie die Arbeit so ist. Die Gamescom. Die Computer- und Videospielbegeisterten unter euch wissen natürlich, was das ist. Die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltungselektronik findet jährlich in Köln statt. 877 Aussteller aus aller Welt, darunter Nintendo, Blizzard und Ubisoft, haben dieses Jahr unter dem Motto Virtual Reality ihre neuesten Produkte präsentiert. Wir hatten allerdings das Anliegen, uns über die Karrieremöglichkeiten in der Spieleindustrie zu erkundigen. Dafür waren weniger die großen, sondern vielmehr die kleineren Aussteller der Indie-Arena interessant, welche oft kleine Startups bestehend aus wenigen Personen sind, die uns dafür aber umso besser von ihrem Arbeitsalltag als Spieleentwickler erzählen können. So zum Beispiel Klonk aus München. Ich bin hier am Stand von Klonk Games mit Elena und ich werde ihr jetzt ein paar Fragen stellen. Hallo Elena. Hi. Ihr seid ein relativ kleines Unternehmen, oder? Ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Wir sind 10 Leute. Okay. Und magst du mir noch erzählen, welche Berufe es bei euch alles gibt? Bei uns gibt es den Producer, der kümmert sich um all das Organisatorische, unsere Zeitplanung und sowas. Dann haben wir Game- und Level-Designer, die sich die Mechaniken im Spiel ausdenken. Artists, die die Level bauen, also grafisch umsetzen. Eine Animateurin, die die Animationen macht und unsere zwei Coder. Okay, und welche Voraussetzungen muss man mitbringen, damit man so einen Beruf machen kann? An sich reicht ein Interesse und Talent und dass man sich selbst schon mal damit beschäftigt hat, um bei uns zumindest mal reinzufahren zu können. Bietet ihr Praktika an? Ja, wir bieten Praktika an, also gerne Schülerpraktikanten, die nur mal für eine Woche reinschnuppern wollen. Aber wir haben auch Halbjahrespraktikanten, aber das machen wir weniger. Aber wenn die Leute cool sind, dann versuchen wir das einzurichten. Okay. Worauf muss man achten, wenn man euch eine Bewerbung schreibt? Worauf achtet ihr da besonders? Also vor allem achten wir darauf, dass es klingt jetzt wirklich lächerlich, aber dass sie die Bewerbung auch wirklich an uns schreiben. Also wir kriegen auch Bewerbungen, die an andere Unternehmen gerichtet sind oder sowas. Dass die uns schreiben, so ein bisschen, was sie über uns wissen. Also dass wir merken, die haben sich mit unserer Firma auseinandergesetzt, die haben vielleicht unser Spiel gespielt, können uns sagen, was sie cool finden. Und wichtig für uns ist auch, dass sie eine Vorstellung haben, als was sie arbeiten möchten. Also einfach reinzukommen und zu sagen, ich möchte Games machen, reicht nicht. Weiter geht's mit Brainseed Factory, ein kleines Unternehmen mit 7 Mitarbeitern aus Bonn, die ihr Spiel Typoman vorstellen, das ihr hier gerade sehen könnt. Welche Art von Beruf machen diese 7 Leute? Unterschiedlich natürlich. Wir haben jetzt 2 Coder im Team. Wir haben einen 3D-Artist, einen Art Director. Dann haben wir mich. Ich bin so ein bisschen Generalist. Also ich habe als 2D-Artist gestartet, habe aber auch andere Aufgaben übernommen, wie das Management der Projekte. Ich mache auch Level-Design, Game-Design. Also immer das, was auch gerade anfällt. Nehmt ihr auch Praktikanten? In der Regel sind wir sehr offen für solche Anfragen, weil wir finden, es ist wichtig, auch die Games-Branche zu unterstützen und auch die jungen Leute. Wir möchten die gerne ermutigen. Man muss einfach mal eine Initiativbewerbung schreiben, weil wir nicht immer garantieren können, dass wir die Zeit haben, uns darum zu kümmern, weil wir natürlich selber mit komplett in der Produktion stecken. Aber gerne probieren und wir schauen, was möglich ist. Okay, apropos Bewerbung, worauf achtet ihr besonders? Uns ist halt besonders wichtig zu sehen, dass die Leute Leidenschaft haben für Spiele, dass sie selber auch irgendwie in der Materie drinstecken, weil mit Leidenschaft und Motivation hat man echt schon die halbe Miete. Natürlich sollte man auch in irgendeinem Bereich etwas können. Es hilft jetzt nicht nur irgendwas zu wollen, sondern ein bisschen Fähigkeit sollte schon da sein. Aber wir haben halt einfach gemerkt, dass es am wichtigsten ist, zu merken, dass die Leute Bock haben und auch bereit sind, ein bisschen was von sich zu geben, weil da kommt einfach das Beste bei raus. Moon Eye Studios aus Hamburg sind sogar nur zu viert und schaffen es trotzdem, ein echt vielversprechendes Spiel auf die Beine zu stellen. Welche Aufgaben habt ihr da so?
Also genau, es sind vier Leute, es gibt zwei, die programmieren, wobei der eine halt auch so diese ganze Orga macht, also der Tobi, und auch so Buchhaltung und sowas, also Sachen, die man eigentlich nicht so gerne macht. Zusätzlich macht er aber auch so Tech-Art, also praktisch so ein bisschen künstlerischer, aber halt mehr so, aber doch mit Programmierhintergründen. Dann haben wir noch Max, der macht Art Direction und hilft auch ein bisschen im 3D-Bereich bei Charakteren und macht die Animation. Und ich bin für die Welt zuständig, also die 3D-Grafik und für das Level-Design und für die ganze Gestaltung der Welt. Ja. What have been your tasks in programming or developing it? I'm a multi-tool in the team. I do everything besides coding, so game design, level design, creative direction, music, sound design, shaking hands, management, negotiations with publishing, press relations, interface design, UX, etc. A bit of everything. Doch nicht nur typische Spieleunternehmen stellen auf der Gamescom aus. Auch eher unerwartete wie die Bundeswehr oder Aldi Süd sind hier vertreten. Ja, hallo, ich stehe hier mit Tanja an der Gamescom Jobs- und Karriereinsel. Tanja, erklär mal kurz ein bisschen, was es hier alles gibt und was man hier machen kann. Also der Gamescom Jobs- und Karrierebereich ist ein Bereich, wo sich verschiedene IT-Firmen ausstellen oder eben Firmen, die IT-Jobs anbieten. Wir sind hier, weil hier die junge IT-affine Zielgruppe ist, die Young Professionals, eben auch Leute, die eine Ausbildung suchen in dem Bereich, die vielleicht ein duales Studium suchen. Und hier geht es im Prinzip nicht nur darum, dass Spielefirmen sich vorstellen. Es geht auch darum, dass zum Beispiel Otto IT sich vorstellt oder Aldi Süd IT sich vorstellt. Die Telekom ist vor Ort und die eben ihre verschiedenen Berufe, verschiedene Einstiegsmöglichkeiten und verschiedene Karrieremöglichkeiten vorstellen. Ich bin jetzt am Anfang meines Studiums. Jetzt mal angenommen, ich wäre fertig und würde auf Sie zukommen. Genau. Wie könnten Sie mir helfen, zum Beispiel ein Startup-Unternehmen zu gründen oder auf Firmen zuzugehen? Also wir selber machen keine Startup-Förderung, aber wir sind natürlich gut vernetzt mit vielen, die da in Aktion sind. Also das Wirtschaftsministerium hat zum Beispiel ganz viele Elevator-Pitches und ähnliche Formate, auf die wir dann zum Beispiel hinweisen und sagen, guck mal, da gibt's was. Speziell jetzt, wenn man in die Richtung digitale interaktive Inhalte, wie zum Beispiel Games gehen will, gibt es eben einen Projektfördertopf, der heißt Digital Content Funding, wo man beantragen kann. Dafür muss man dann aber eine eigene Firma gründen, was ja aber meistens nicht das Problem ist. Man kann auch mit einer Idee, die man schon im Studium entwickelt hat, damit reinkommen, damit man nicht ganz von Null anfangen muss. Und dann gibt es wirklich eine Projektförderung. Wir sind hier gerade im Bundeswehrzelt auf der Gamescom und da tut sich mir die Frage auf, warum denn überhaupt die Bundeswehr auf der Gamescom? Ja, wir sind auf der Gamescom, weil ja hier viele Besucher zu erwarten sind, die sehr IT-affin sind, die sich auch in ihrer Freizeit viel damit beschäftigen, am Computer zu sein, zu spielen, zu programmieren aber auch. Und das sind natürlich wichtige Skills, die wir auch bei uns suchen für potenzielle Bewerber, die sich für einen Job bei der Bundeswehr interessieren. Wir haben hier das Zelt aufgebaut von unseren IT-Lern. Der Bereich IT wird immer wichtiger, auch für uns. Und auch da suchen wir Nachwuchs. Okay, geht es dann eher in die technische Richtung oder eher medial auch? Oder? Wir haben verschiedenste Bereiche dargestellt. Die Bundeswehr ist ja einer der größten und attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland. Es gibt verschiedenste Bereiche, deshalb haben wir auch verschiedene Bereiche mitgebracht, zum Beispiel die Marine, aber auch Kameraden vom Heer, die Fahrzeuge ausstellen und eben auch der IT-Bereich. Welche Jobs werden angeboten für zum Beispiel einen Medieninformatiker oder einen technischen Informatiker oder Wirtschaftsinformatiker? Ja, die Auswahl ist wirklich riesig, deshalb haben wir Karriereberater mit, die auf jeden individuell eingehen können. Aber zum Beispiel IT-Admin kann man werden. Wenn ich jetzt nicht bei der Bundeswehr studiert habe, kann ich aber trotzdem bei der Bundeswehr irgendwelche Jobs annehmen? Ja, das geht auch. Wir bieten das Studium zwar bei uns selber an, aber auch wer fertig studiert ist, kann bei uns eingestellt werden und hat die Möglichkeit, auch mit höherem Dienstgrad eingestellt zu werden. Okay, das sind ja super Aussichten.
Die Frage der Jobauswahl sollte jetzt also geklärt sein. Aber was macht eigentlich ein Producer? Um das zu beantworten, konnten wir ein Interview mit Jarek Kleiber von Slightly Mad Studios ergattern, dem Producer von Red Bulls neuem Spiel Air Race. I'm a producer, so that's my role. I essentially run the team that makes the game. And there aren't really courses for that. So I started off as a tester, QAing the game. So QAing is quality assurance. And I worked my way up from a tester to becoming a producer and then leading projects. So I run the project on a day-to-day basis. So we have a development team and I ensure that they each have tasks to do. I work, there are about 10 different departments. There's online, render, physics, environments, vehicles. They each have their own leads, but I work with them closely to make sure that they understand what they need to work on a daily basis, what the goals are for each period of time that we're working to, because we have regular milestones to deliver. On the other, I work closely with the game director on what kind of features do we want to bring into the game, how the game plays, how the menus interact with the player, the user experience, the audio. I've written the scripts. You know, I do a lot of things. On any given day, it can change. In regards to keeping Red Bull happy, we have a lot of communication with them. We're based in the UK. Well, actually, we are a distributed development company. So a lot of us work in the UK, but some of us work in Germany, Philippines. We all work online together at the same time in a virtual world. We have messaging devices. We have forums we share our work with. So we do work at the same time, but in a virtual world. Aber wie wäre es mit einem Praktikum im Ausland? Die PlayStation-Fans unter euch werden sich freuen, denn Sony hat da welche im Angebot. Welche Möglichkeiten können Sie den Studenten oder Abgängern anbieten, in Form zum Beispiel von Praktikum? Also wir in Deutschland, die haben jetzt mehrere tausend Leute große Firma. Wir haben natürlich auch große Entwicklungsstudios. Also für Leute, die das spannend finden, nur dann müsste man sich eher in Richtung Ausland orientieren. Also wir haben Entwicklungsstudios in Amsterdam, in Amerika, in England, in Japan. In Deutschland selbst, wie gesagt, machen wir noch Marketing und Vertrieb. Und das sind üblicherweise die Studiengänge respektive die Ausbildungsgänge, die so ein bisschen in diese Richtung gehen. Wir sind jetzt nicht vollkommen auf Betriebswirtschaftler oder Wirtschaftswissenschaftler festgelegt. Also je nachdem, für was man sich interessiert, es gibt Praktika im Bereich Vertrieb, im Bereich Trade Marketing, im Bereich Event und im Bereich Marketing. Das ist so das, was wir grob anbieten. Und im Grunde genommen Ausbildungs- oder Studiengänge und letzten Endes natürlich auch eine Begeisterung für die Thematik, um die es geht, die dorthin führen. Es war echt ein anstrengender, aber geiler Tag heute auf der Gamescom. Hat sich wirklich gelohnt. Wir konnten viele Aussteller interviewen und hatten ziemlich viel Spaß dabei. Wir haben gar nicht alles gesehen, das konnte man nicht machen. Wir überlegen, ob wir nächstes Jahr vielleicht nochmal wiederkommen und dann das nachholen. Und genau dafür brauchen wir noch einen Praktikanten. Also wenn du Lust hast, dann melde dich doch bei uns. Ja, melde dich bei uns und bis dahin. Tschüss. Pink Princess, was hat dich denn bis jetzt am meisten beeindruckt an der ganzen Messe hier?